Wir müssen flüchten vor uns selbst, also weg von uns selbst, weg von von der Dunya, weg von allem, was uns abhält von Allah, hin zu Allah Azza wa Jal. Denn alles werden wir hinterlassen, ob Familie, ob Vermögen, ob Leben, und wir werden vor Allah treten, Yawm al-Qiyamah. Al-Sheikh Hafizullah sagte aber hier, das heißt nicht, dass du nicht Geld verdienen darfst oder dass du nicht von der Dunya etwas nehmen darfst, aber es soll nicht dein Ziel sein. Und daher erwähnt Allah in dieser Sure danach, nachdem er gesagt hat, so flüchtet hin zu Allah, erwähnt Allah den Sinn des Lebens. Und ich habe die Menschen und die Dschinn, oder die Dschinn und die Menschen, zu nichts anderem erschaffen, als dass sie mir dienen. Ich verlange nicht, dass sie mich ernähren oder zu trinken geben. Denn Allah ist derjenige, der versorgt. Also Allah subhanahu wa ta'ala erklärt dann zum Schluss den Grund, warum du zu Allah flüchten sollst, denn das ist der Sinn des Lebens. Deswegen lebst du, damit du Allah azza wa jal anbetest. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, flüchte von Allah weg zu Allah durch Gehorsam. Was ist damit gemeint? Also vom Zorn Allahs weg, von der Strafe Allahs weg, hin zu Allah durch was? Durch Gehorsam. Al-Sheikh Barakallahu Fi sagte also zusammenfassend, wir müssen flüchten vor Götzendienst hin zum Tauhid. Wir müssen flüchten vor Unwissenheit hin zum Wissen. Und hier erwähnte er eine wichtige Bedingung, das Wissen, also das, was die Gefährten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam geerbt haben, ohne etwas hinzuzufügen, ohne Erneuerungen. Und so waren As-Salafus Salih immer bedacht, dass sie nichts erneuern in dieser Religion. Und so gilt die Regel, alles Gute steckt darin, was die Salaf getan haben. Und alles Schlechte steckt darin, was die Khalaf, also die Nachfolgenden, erfunden haben.